vor dem sitzenden Martin auf dem Orkschiff. Weil nach dieser großen Seeschlacht, er will sein Schwert haben, geben wir ihm's doch. Und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Alles im Auftrag des Königs. Ich habe dein Schwert gefunden. Mein Schwert. Adanos sei Dank. Natürlich danke ich auch dir, Fremder. Ist schon gut. Wie bist du eigentlich in Gefangenschaft geraten? Das erzähle ich dir, wenn du mich auf euer Schiff gebracht hast. Dann werden wir uns sogleich auf den Weg machen, steht hier. Das machen wir auch. Dann lass uns sogleich auf den Weg machen. Ich danke dir. Du wirst es nicht bereuen. Ach, die sind alle so dankbar in dieser Modifikation. Kann ich eigentlich hier die Strengbank benutzen? Kann ich nicht. Gut. Mir fällt noch auf, dass diese Kampfmusik im Hintergrund noch aktiv ist. Das hört sich an, als hätten wir noch nicht alle Orks getötet. So. Guck mal. Hier sind meine Leute. Und hier ist ein Teppich voller Orks. Martin, wir sind jetzt da. So, da sind wir. Mhm, ein stattliches Schiff. Ähnlich gebaut wie die Esmeralda, die eine Zeit lang bei uns in Korinnes vor Anker gelegen hat. Die Esmeralda? So viel ich mal gehört habe, ist dies doch das Schiff, mit dem Lord Hagen nach Korinnes gekommen ist. Ja, Lord Hagen ist mit der Esmeralda nach Korinnes gekommen. Warum fragst du? Nur aus reinem Interesse. Weißt du, wo sich Hagen zurzeit befindet? Nicht genau. Ich weiß nur, dass er auf dem Weg zum Minental war. Das ist allerdings schon eine Zeit her. So ist er also mit der Esmeralda zum Minental gesegelt? Mit der Esmeralda? Wie kommst du denn darauf? Das Minental ist zwar auch von der Seeseite aus zu erreichen, aber dort wird es von Orks regelrecht wimmeln. Ja, vielleicht ist sogar die Orkflotte noch dort. Aber du sagtest doch, dass die Esmeralda nicht mehr im Hafen von Korinnes ankert. Wo ist denn das Schiff? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Ein Fremder, der in Korinnes unglaubliche Taten vollbracht hat, hat sich eines schönen Tages mit einigen Männern das Schiff genommen und ist einfach damit davongesegelt. Ich selbst habe diesen Fremden sehr gut kennenlernen können. Aha. Er hat gegen die Drachen von Korinnes gekämpft und... Was sagst du da? Drachen? Also, ich glaube, jetzt bindest du mir aber einen gewaltigen Bären auf. Nee. Nein, es hat diese Drachen wirklich gegeben. Ja. Glaube mir. So, und du hast sie natürlich auch gesehen. Ich? Nein, wieso? Aber der Fremde hat sie gesehen und hat gegen sie gekämpft. Wenn du willst, dann erzähle ich dir noch mehr davon. Hey, lass mal sein. Für solche Geschichten habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Wie du willst. Aber trotzdem, nochmals danke für deine Hilfe. Hier, das ist für dich. Was hat er mir denn? Weißt du über die Orkflotte? Nur so viel, als dass diese Korinnes überfallen hat. Was meinst du wohl sonst, warum ich in die Hände der Orks gefallen bin? Was? Die Stadt Korinnes wurde von den Orks überfallen? Nicht nur das. Die Orks haben Korinnes vollständig erobert. Oha. Oha. Ich denke, es wird Zeit. Okay, dann lassen wir ihn erstmal hier stehen. Weil hier unten läuft hier einer so da wild ist nicht rum. Zu holen. Ich glaube, da müssen wir erstmal runtergehen. Was ist denn das für ein Schiff eigentlich? Das ist doch immer noch die Albatros, oder? Hä? Nee, irgendwie nicht. Das ist Martin, der hat sich jetzt da hingehockt, das ist gut. Ja, die Musik nervt jetzt ein bisschen. Irgendwo muss sich noch ein Ork verpisst haben. Und zwar hier unten, denke ich mal. Wenn der Wolfgang hier noch steht. Der ist doch gerade eben... Okay. Zeig mir deine Ware. Nein, komm später wieder. Nein, komm später wieder. Auf jeden Fall kann ich trotzdem ein bisschen Ware hier herausholen. Ey, kommt mir das jetzt nur so vor oder sieht das Schiff ein bisschen anders aus? Na, Knut hat es ja erwischt, dummerweise. Das finde ich schade. Ja gut, okay. Opfer muss man bringen, ne? So, jetzt muss ich mich nochmal umgucken. Hier haben wir ja unseren Magier Wulfias. Hey,
das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Ich habe einen Brief in orkischer Sprache gefunden. Okay, dann werde ich mal auf jeden Fall mal speichern. Hey du! Ich habe einen Brief in orkischer Sprache gefunden. Kannst du ihn vielleicht übersetzen? Du hast Glück, ich habe mich mit der Sprache der Orks intensiv... Oh oh. Beschäftigt. Wann wirst du mit der Übersetzung fertig sein? Ich denke, dass du dir die Übersetzung bereits... Von mir hat er das nicht. Da muss ich mal eben was nachgucken, aber ich meine, den Dings abgeschaltet zu haben, den Virenscanner. Teleportruhen solltest du immer dabei haben. Verstaue diese niemals in deiner Truhe. Ja, wie logisch. Okay, Wulf erst nochmal erfragen. Hey du! Ich habe einen Brief in orkischer Sprache gefunden. Kannst du ihn vielleicht übersetzen? Du hast Glück, ich habe mich mit der Sprache der Orks intensiv... Ganz deiner Meinung. Nö. Also, obwohl der Virenscanner aus ist... Wann wirst du mit der Übersetzung fertig sein? Ich denke, dass du dir die Übersetzung bereits... morgen bei mir abholen kannst. Nee, gibt's immer noch irgendwelche komischen Pausen. Ja, das lässt sich vielleicht herausfinden. Ist die Übersetzung des Briefes... Nein, noch nicht. Wenn du mich noch weiter von der Arbeit abhältst, wird es noch länger dauern. Oh, Entschuldigung, Wulfias. Oh, Wulfias, Entschuldigung. Hey! Segne mich, ich möchte meine Lebenskraft steigern. Zeig mir dein... Segne mich, ja gut, okay. So, wo ist denn eigentlich mein Smoothie? Also, einen Moment mal. Ich muss mich mal eben kurz hier orientieren. Also, alles klar. Nur weil hier diese Landungsbrücken da sind, hat das Schiff gleich... Ja, okay, jetzt ist gut. Alva, Volker, Erik, Beo, Wolf, Bertrams. Hier ist noch Sven. Genau, richtig. So, dann geht's mal hier rum zum Smoothie. Albin, lang nicht mehr gesehen. Hast du was zu essen? Hast du was zu essen für mich? Ja klar, hier hast du deine Suppe. Ja, danke sehr. Habe ich ja ein bisschen mehr probiert. Obwohl ich doch mal auch ein bisschen was braten möchte. Fleisch. Und weiter geht's. Ich bin doch Bootsmann. Kann das sein, dass ich noch... Hier ist auf dem Schiff doch noch irgendwie... eine Tür, an die ich nicht rankomme. Vielleicht kriege ich die ja jetzt auf. Habe ich gar nicht mitbekommen. So, war das hier? Gucken wir mal. Ich glaube, hier war das. Genau. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Sorry. Das war es doch nicht. Dachte, ich kriege als Bootsmann jetzt auch mal das Ding auf. Ist nicht so. Das sieht ja von außen lustig aus, das Orkschiff. Aber es regnet. Ich werde jetzt mal eine Runde schlafen. Vielleicht ist ja dann der Brief fertig übersetzt. Von Lieutenant Wulfias. Nein, von unserem Magier Wulfias. Ja, ich bin immer so ein bisschen Science-Fiction-mäßig drauf. Weil die Sprache auf dem Brief, die sah ja so ein bisschen aus wie Klingonisch. Ne? Also... Mal gucken. Huschpach. Kapla. Hey du. Ist die Übersetzung des Briefes fertig? Ja, hier hast du sie. Es war gar nicht so leicht. Bei vielen Worten musste ich mehrfach überlegen. Der Inhalt des Briefes ist... Aber halt, lies ihn selbst. Das werden wir auch machen. Wir werden jetzt mal den Brief selber lesen. Gucken wir erstmal, wo ist bei diesem ganzen Krimskrams hier der Brief? Der grüne Novize. Göttliche Kraft. Moment, Brief an Eltern. So, übersetzter Orkbrief. Da ist er. Boa Zeng Shak. Herr von Draktar, wir haben die Stadt Korinnes vollständig eingenommen. Ach du liebes bisschen. Ich werde nun die Schiffe meiner Flotte zum Minental segeln lassen, damit die Morras dort ebenfalls von uns unterworfen werden. Pankrosch, Seekrieger der Orkflotte. So, so.
Der Brief ist von einem Hauk, Pankrosch, schief zu mir mit sehen lassen, das wird Gernot sicher interessieren. Ja, doch, aber wieder zurück zu Martin. Du hockst doch da irgendwo. Wo ist denn jetzt der Martin hin? Jetzt ist der Martin futsch. Hm. Und da ist er doch wieder, oder? Nee, ist er das? Ist er das? Das ist Ernst. Tut nicht so ernst. So, das wäre erledigt. Ups. Den Orks haben wir es ganz schön gegeben. Na, wir hatten noch Glück gehabt, dass das Orkschiff nicht mehrere Elitekrieger geladen hatte. Aha. Das ist nett. Was heißt das jetzt? Erfüllte Mission der Gefangene. Das ist Martin, den haben wir erfüllt. Aktuell Herz für den König und Ausguck. Ja, Ausguck ist noch aktiv. Vielleicht wird der wahrscheinlich. Aber wo ist Martin bloß? Ich verstehe das nicht. Martin ist weg. Ach, hier ist nicht zu holen. Noch was zu holen, eventuell. Weil die. Oh. Ja. Ach, da ist der Ork-Captain. Okay, den habe ich jetzt geplündert. Okay. Also verreckt, da ist der Martin. Da ist er doch endlich. Meine Herren. Ich denke, es wird Zeit, dass du mir alles der Reihe nach erzählst. Ja, natürlich. Womit soll ich beginnen? Erzähle mir, wie der Überfall der Orks auf Korinnes verlaufen ist. Tja, das war also so. Es war mitten in der Nacht, als ich plötzlich durch laute Alarmrufe geweckt wurde. Ich lief natürlich sofort nach draußen. Da erblickte ich zu meinem Schrecken, dass mehr als 20 Orkschiffe in den Hafen von Korinnes eingelaufen waren und mehrere Horden Orks an Land ausgespien hatten. Oh. Widerstand war sinnlos. Alle, die bisher überlebt hatten, flohen schließlich nach kurzem Kampf so schnell wie möglich aus den Toren hinaus. Es war schrecklich. Die Menschen waren alle so in Panik, dass keiner an ernsthaften Widerstand dachte. Es wäre auch vergeblich gewesen, zumal ja laut Hagen mit seinen Paladinen schon längst zum Minental unterwegs war. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn die Paladine noch in der Stadt gewesen wären. Widerstand war sinnlos. Naja, ich sag immer, Widerstand ist zwecklos. Erzähle mir nun, wie du in die Gefangenschaft der Orks geraten bist. Tja, das war ganz einfach. Ein Ork hatte mich mit seiner Waffe so getroffen, dass ich sogleich bewusstlos wurde. Als ich erwachte, war ich von mehreren Orks umringt. Schon glaubte ich, dass mein letztes Stündlein geschlagen hatte, als plötzlich einige Schwarzmagier auftauchten und den Orks befahlen, mich gefangen zu nehmen. Was sagst du? Schwarzmagier? Ja, auch ich war überrascht. Sie hatten die Orks auf ihren Kriegszug wohl begleitet gehabt. Was geschah dann? Nicht mehr viel. Man schleppte mich zum Ork-Kommandanten, der mich stundenlang verhörte. Er war ziemlich wütend, dass ich ihm nicht viel sagen konnte. Doch befahl er, mich auf eins der Ork-Schiffe zu bringen. Tja, und da hast du mich schließlich auch gefunden. Weißt du, wohin man dich bringen wollte? Oder was die Schwarzmagier auf Korinnes wollen? Ich hab keine Ahnung. Tja. Also wie sieht er denn eigentlich aus? Das kann ich noch was für dich tun? Nein, danke. Ich werde mich erstmal etwas erholen. Ja, dann tu das mal. Aber irgendwie kommt mir das Gesicht so bekannt vor von dem Martin. Guck, vielleicht kann ich mich neben ihn setzen? Nee, geht leider nicht. Oder doch? Das wäre natürlich cool. Die wird gerade benutzt. Okay, das ist eine Ein-Mann-Bank. Gucken wir noch mal eins. Oh, weia, es ist ja mir gekommen. Wichtige Mission auf Korinnes. Erst wenn diese Mission erfüllt ist, ist es möglich, Korinnes wieder zu verlassen. Aha, okay, das ist schon mal eine Player-Info. Eine wichtige Mission ist es, die Ziele der Schwarzmagier auf Korinnes herauszufinden, die da Martin erzählte, wie die Orks Korinnes überfallen haben, von Schwarzjagen über Gurine oder Wulf. Was, das soll die Wulfias erzählen? Okay, Erz für den König, geheimnisvolle Fremde, das war das mit dem Schiff. Briefen orkscher Sprache und der Ausguck ist noch aktiv. So, dann, Wulfias. Nein, andere Seite. Mann, oh Mann, oh Mann. Dann gehen wir mal zu Wulfiasi. Wulfiaskio. Wulfiasko. Hey du.
So, welche Rezepturen? Darf ich dich kurz sprechen? Das werden wir mal wagen. Darf ich dich kurz sprechen? Natürlich, mein Sohn. Was führt dich zu mir? Der von mir befreite Gefangene der Orks, Martin, hat mir erzählt, dass die Orks Corinus überfallen haben. Das ist eine schlimme Sache. Du solltest Lord Baldwin davon unterrichten. Martin hat mir auch erzählt, dass die Orks von Schwarzmagiern begleitet wurden. Was sagst du? Schwarzmagier? Dann ist die Gefahr, die uns droht, größer, als wir bisher angenommen haben. Was haben die Schwarzmagier auf Corinus zu suchen? Ich kann es dir nicht sagen. Die Söhne Belias scheinen aber auf Corinus etwas Wichtiges vorzuhaben. Wenn man nur wüsste, was das sein könnte, wenn wir nach Corinus kommen, solltest du der Sache auf den Grund gehen. Oh. Yep. Tja, gucken wir mal. Schwarzmagier auf Corinus? Ich habe ja Wulfias gesprochen und er hat mir einen Auftrag natürlich gegeben, etwas über die schwarzen Magier herauszufinden. Ich würde sagen, dass jetzt der Herr Hawk... Hey! Nö, der kann mir ja nur Sachen... Ich habe alles schon gelernt bei ihm. Was sagt Harald denn noch? Nö. Apropos Training, 10 Lernpunkte, na, das reicht ja wohl nicht. Gernot, ne? Oder? Ja, ich glaube ja. Wir werden es jetzt machen. Rüber zu Corinus. Gernot. Wenn du das Orkschiff nicht rechtzeitig gesehen hättest, wäre vielleicht der eine oder andere Matrose bei dem plötzlichen Erscheinen des Orkschiffes nervös geworden. Das hätte dann womöglich den Kampf zu unseren Ungunsten beeinflussen können. Hier hast du eine kleine Belohnung von mir. Oh, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Wulfias konnte den Brief der Orks übersetzen. Tatsächlich? Da haben wir aber Glück gehabt. Zeig ihn mal her. Und? Kannst du mit dem Inhalt des Briefes etwas anfangen? Ja, das kann ich. Dieser Prankrosch ist mir kein Unbekannter. Er ist der wohl bedeutendste Admiral der großen Orkflotte. Er also hat Corinus überfallen. So. Der Empfänger dieses Briefes hingegen, dieser Zheng Shak, ist mir unbekannt. Auch kenne ich keinen Ort namens Draktar. Immerhin wissen wir nun, dass die Orkflotte auf dem Weg zum Minental ist. Wir werden also auf unserer Weiterfahrt soweit erstmal sicher vor ihr sein. Im schlimmsten Fall begegnen uns nur vereinzelte Orkschiffe, was mir keine große Sorge macht. Du hast uns mit der Auffindung dieses Briefes einen großen Dienst erwiesen. Das werden Lord Baldwin, die anderen und ich dir ganz bestimmt nicht vergessen. Ja, und jetzt? Okay, ich speichere mal sicherheitshalber ab. Und jetzt müsste der Ausguck auch... Ja, der ist jetzt auch erledigt. Wichtige Mission, Erz für den König. Ja, das ist jetzt... Noch was Neues? Nö. Was soll ich jetzt noch machen? Baldwin? Den soll ich doch... Oh. Jetzt darf ich ihn mal anreden, den Herrn Baldwin. Den Lord Baldwin. Lord Baldwin, ich habe eine wichtige Information für euch. Wenn diese so wichtig ist, dass du sie mir persönlich sagen musst, dann kannst du getrost sprechen. Der von mir befreite Gefangene der Orks, Martin, teilte mir mit, dass die Orkflotte Corinus angegriffen hat. Was sagst du da? Das wäre ja fürchterlich. Was ist mit der Stadt? Haben die Orks sie erobert? Ja, sie ist vollständig vom Feind übernommen worden. Was ist mit Lord Hagen und den Bewohnern der Stadt? Lord Hagen hatte die Stadt schon vorher verlassen und von den Bewohnern konnten viele entkommen. Viel mehr aber wusste auch Martin nicht über ihr Schicksal. Bei Innos, dann ist ja auch unsere ganze Mission gefährdet. Was sollen wir nur tun? Ja, was sollen wir bloß tun? Ja, mal erfragen, was unser eigentliches Reiseziel ist. Vielleicht rückst du endlich mal raus mit der Sprache. Kann ich jetzt erfahren, was unser eigentliches Reiseziel ist? Ja, denn es hat keinen Sinn mehr, es länger geheim zu halten. König Rober hat mir zwei wichtige Missionen anvertraut. Die erste ist, nach Corinus zu segeln und mich zu erkundigen, warum Lord Hagen bisher nicht zurückgekehrt ist. Falls er meiner Unterstützung bedarf,
soll ich ihm so gut ich kann helfen, seine Mission zu erfüllen. Was ist Lord Hagens Mission? Er soll aus dem Minental so viel Erz wie möglich herbeischaffen und nach Vanguard bringen, damit die Schmieden des Königs genug neue Erzwaffen zum Kampf gegen die Orks herstellen können. Ohne diese Waffen wären wir unmöglich gegen die Orks bestehen können. Aber jetzt, ja. Tja, was ist die zweite? Was ist die zweite Mission? Wenn wir unsere Mission in Corinus beendet haben, oder diese nicht mehr ausführbar sein sollte, hat uns der König beauftragt, die Nachschubwege der Orks nach Möglichkeit zu behindern. Und wie soll das geschehen? Der Nachschubweg der Orks in Myrtana erfolgt zurzeit auf zwei Wege. Zum einen erhalten die Orks ihren Nachschub über die vereisten Pässe aus Nordmar. Die Wege durch Nordmar aber sind wegen der vielen wilden Tiere und der Schneestürme selbst für die Orks gefährlich. Zum anderen versuchen die Orks jetzt mit Hilfe ihrer Flotte, sich den nötigen Nachschub zu verschaffen. Das ist, nachdem unsere Flotte im Krieg zerstört worden ist, jetzt der einfachste und sicherste Weg für unsere Feinde geworden. Wir aber sollen nun dafür sorgen, dass die Orks auch auf dem Seeweg gehindert werden, ihren Nachschub nach Myrtana zu bringen. Ich verstehe. Wir sollen also jedes Orkschiff kapern, das uns über den Weg läuft. So ist es. Am besten freilich wäre es, wenn wir die Orkflotte komplett ausschalten könnten. Das wird uns aber allein mit der Albatros leider nicht möglich werden. Nichtsdestotrotz ist unsere Mission sehr gefährlich. Wir dürfen nur einzelne Schiffe angreifen, niemals mehrere. Sollten wir mehr als einem feindlichen Kriegsschiff begegnen, oder sollte dieses über eine große Anzahl von Kriegern verfügen, wird eine Niederlage für uns kaum noch abzuwenden sein. Und wenn wir unterliegen, dann ist auch das Königreich verloren. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was gibt es jetzt zu tun? Da die Orks Corinus erobert haben, können wir es nicht wagen, mit der Albatros der Insel zu nahe zu kommen. Ich bestimme daher, dass Gernot mit einigen aus der Mannschaft mit dem Beiboot nach Corinus segelt. Darf ich Gernot und die anderen begleiten? Das sollst du sogar. Du hast in der kurzen Zeit, wo du zu uns an Bord gekommen bist, dich bereits hervorragend bewährt. Zudem bist du in Corinus aufgewachsen und kennst daher die Insel. Ich weiß auch, dass du gerne ein Streiter Innos werden möchtest. Du hast daher nun die einmalige Gelegenheit, dich hierfür zu bewähren. Ich gebe dir persönlich den Auftrag, in Corinus Erkundigungen einzuziehen. Finde Lord Hagen. Erkunde, wie weit die Orks die Insel eingenommen haben. Suche nach Überlebenden. Vielleicht gibt es irgendeinen Weg, Corinus von den Orks zu befreien. Wenn ja, dann finde ihn. Was soll ich Lord Hagen sagen, wenn ich ihn finde? Frage ihn, wie viel Erz er in seinem Besitz hat und wie wir ihm helfen können, Corinus zurückzuerobern. Ich werde eure Aufträge so gut ich kann ausführen, Lord Baldwin. Das habe ich von dir erwartet. Du hast doch einen Schlüssel von meiner Kajüte. In meiner Truhe befindet sich eine Seekarte von der Küste von Corinus. Bring sie mir, damit ihr so bald wie möglich aufbrechen könnt. Innos möge euch bei eurer schweren Aufgabe beschützen. Kapitel 3. Willkommen bei Kapitel 3. Aber ich soll jetzt noch einen Orkschlüssel. Also, nach dem Stadthalter, dessen Mission erfüllt sind, Corinus. Eine wichtige Mission ist, magische Erz vom König zu besorgen, das ist klar. Da ich dem Stadtteil von Tamora versprochen hatte, die Minen auf Tamora wieder in Betrieb zu bringen, ist es eine wichtige Mission hier auf Corinus, neuen Butler zu finden. Ja, das stimmt. Schwarzmagier. Okay. Erz für den König. Ja, das haben wir eben alles gehört. So ein Unternehmen wird leiten wird. Der verlorene Soninger. Ja, das ist klar. Kennen wir. Oh, weia. Ich soll jetzt einen Schlüssel holen. Habe ich denn überhaupt einen Schlüssel? Muss ich nachgucken. Erstmal speichern, aber nicht hier drauf, sondern machen wir hier drauf. Hä? Wieso soll ich denn jetzt plötzlich einen Schlüssel haben von seiner Kajüte? Oder von seiner Butze? Nee, das war hier nicht. Jetzt mal noch ein Deck weiter runter. Da ist das die Tür, wo ich vorher nicht reingekommen bin? Fragezeichen. So, dann gucken wir mal, ob wir wirklich da in diese Butze jetzt reinkommen. Tatsache. Okay. Ja, das ist gut. Gucken, was haben wir hier? Buchkommode. Erfahrung 10. Das Gesetz der Insel. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Es gibt natürlich auch das Volk, das sich um die Gesetze schert, vor allem Banditen und Söldner. Danke sehr.
hä? Es überrascht ja immer wieder, ne? Okay. Also diese Butze da, die macht jetzt sozusagen einen Teleport dahin. Ich werde jetzt auf Corinis gebeamt. Da, wo hier schon ein paar Peoples stehen. Oh, da sind wir. Wulfias, hey, sag mal was. So, wir wären nun endlich auf Corinis. Hast du noch einen Rat für mich? Selbstverständlich. Wenn du Spruchrollen oder Heil- und Mana-Tränke brauchst, da ist wieder ein solltest du unbedingt zu mir kommen. Da du sehr wahrscheinlich über die ganze Insel musst, brauchst du Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Damit du daher schneller zu uns zurückgelangen kannst, habe ich eine vorhandene Teleportrune, die ursprünglich zu dem Hafen von Corinis hin teleportiert hat, so weit verändert, dass sie nun auf diese Insel gerichtet ist. Hier hast du die Rune. Achte gut auf sie. Bist du sicher, dass die Teleportrune mich zu dieser Insel teleportiert? Sagen wir mal so ziemlich. Meine Berechnungen konnten nur Schätzwerte sein, da mir für die genaue Berechnung die notwendigen Angaben fehlen. Na danke. Das heißt, ich kann genauso gut im Ozean oder mitten unter die Orks landen. Nein, das glaube ich nicht. Du wirst schon auf dieser Insel landen. Am besten probierst du den Teleport sogleich aus. Ja, ja, ist klar, hör mal. Möge Innos allzeit über dich wachen. Mich fragt ja keiner. Oh, weia. Ich speichere nochmal ab und sage in diesem Sinne. Nee, erstmal. Die Zeit vergeht und der Varan wurde jetzt gerade hier von Gernot einfach so umgenietet und nicht nur dieser, sondern der da hinten auch, der hier im Wasser treibt. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Wie es weitergeht auf der Insel Corinis, die wirklich eine große Insel ist, verabschiede ich mich. Ich sage Tschüss, Daumen, Kommentare vielleicht eventuell. Was geht jetzt los? Wie, wo, was, wie, was, wo, was, warum? Ein Mist, wie weniger. Okay, danke sehr. Wer hat, ach so, das war... Das war Wulfias, der hat ihn eben gegrillt. Ja, schön. Also... Gib mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Ich verabschiede mich. Ciao.